Servus! Hallo! Heute geht es natürlich wieder weiter am Audi A3. Schon wieder. Schon wieder. Wir wollen heute die Glühkerzen austauschen bei dem Fahrzeug und werden nebenbei gleichzeitig noch eine Kompressionsprüfung machen. Das haben wir alles da. Und ich zeige euch kurz die neuen Teile und dann fangen wir auch schon an. So, und zwar haben wir jetzt hier unsere Sachen. Also wir haben jetzt hier einmal die vier neuen Glühkerzen. Heute von Vero. Dann haben wir hier natürlich ein paar Hilfsmittel. Hier haben wir Kältespray, Injektoren, Glühkerzenlöser und hier ist noch so eine Paste, damit später die Glühkerze eingefettet wird, damit man die auch nach 100 Jahren wieder rauskriegt. Dann haben wir hier noch so Pfeifenreiniger, also damit werden die Schächte sauber gemacht und hier haben wir noch so einen Eisrostlöser, also das sind so unsere Hilfsmittel. Dann haben wir hier noch unseren Kompressionsmessgerät, genau, das ist extra für Diesel, sieht man hier, da gehen wir aber später nochmal näher drauf ein, was wir da genau machen. Und dann haben wir hier drüben noch unseren Computer mit unseren Werten. Ich versuche das mal einzufangen. Sieht man jetzt hier ganz gut. Also da sieht man zum Beispiel den Kompressionsdruck. 25 bis 31 bar. Da sieht man den Differenzwert. Also da sind alle Angaben drauf. Danach werden wir uns richten. Wir möchten natürlich schauen, wir habt ja gesehen, das Auto hat schon mittlerweile über 435.000 Kilometer drauf, wie der Motor noch funktioniert. So, um daran arbeiten zu können, müssen wir uns natürlich hier oben erstmal ein bisschen den Motor zerlegen. Und dazu machen wir uns erstmal ein bisschen Licht. Zunächst einmal nehmen wir uns die Motorabdeckung weg, da ziehen wir uns erstmal den Ölstab raus. Sonst kriegen wir den noch nicht raus. Und dann haben wir auch da schon den freien Blick auf den Motor. Hier unten ist die Glühkerzenleiste. Die ist aus Gummi, aber wie gesagt, die wird mit der Zeit ein bisschen fest, wie das mit dem alten Gummi so ist. Die Unterdruckdose, die entfernen wir uns, die legen wir uns erstmal zur Seite. Die ist da nur aufgesteckt, damit man da besser rankommt. Die Leiste, die ziehen wir uns da unten raus. Die ist auch nur gesteckt. Das ist eigentlich ähnlich wie bei den Zündkerzen, halt nur, dass es die Glühkerzen sind. Da sieht man schon, das ist ein bisschen eingerissen durchs Alter. Die werden wir auf jeden Fall neu besorgen, weil den Schaden haben wir jetzt erst erkannt. Aber jetzt machen wir erstmal hier an der Reparatur weiter. Jetzt sieht man hier unten schon die Glühkerzen. Natürlich insgesamt vier Stück, ist ein Vierzylinder. Und jetzt haben wir hier unser Hilfsmittel. Also jetzt haben wir heute mal von Liquimoli einen Injektoren und Glühkerzenlöser. Genauso wie hier das Kältespray, das haben wir vorhin schon mal kurz vorgestellt. Das werden wir jetzt da aufsprühen, ein bisschen einwirken lassen. Was noch zu erwähnen ist, das Fahrzeug ist jetzt gerade Autobahn gefahren, also der Motor ist noch richtig schön heiß. Immer erst heiß fahren das Auto, weil im kalten Zustand wird es nicht funktionieren. So, das lassen wir jetzt einen kurzen Moment einwirken und dann gehen wir mit dem Kältespray drauf. So, nach 5 Minuten Einwirkzeit haben wir jetzt hier unser Kältespray. So, warum nehmen wir das Kältespray? Und zwar, jeder weiß, bei Hitze dehnt sich Eisen aus, bei Kälte zieht sich zusammen. Und deswegen haben wir da Eisspray drauf gemacht. Das zieht jetzt zusammen und da haben wir die Hoffnung, dass wir das da schön rausbringen. Wir gehen da mit einer 10er Langnuss drauf und versuchen uns die jetzt abzudrehen. Wenn ihr merkt, dass es schwierig geht, immer aufpassen, bevor die abreißen. Die erste geht schon mal sehr schön auf. Wenn ihr merkt, dass es schwer rausgeht, nochmal reindrehen, rausdrehen, bis ihr merkt, dass es halt langsam kommt, weil wenn die abreißen, müsst ihr den ganzen Block da oben auszerlegen und da haben wir jetzt überhaupt keine Lust drauf. So, das ist die erste, die zeigen wir euch aber gleich nochmal von Namen. Jetzt versuchen wir erstmal die anderen drei auch noch rauszubringen. Die auch schon gelöst. Wir wissen jetzt auch nicht, wie lange die schon drin sind. Bis jetzt geht es gut auf, meistens, also ich glaube nicht, dass es noch die ersten sind bei 435.000 Kilometern, aber die gehen jetzt gerade sehr gut raus, überraschenderweise, normalerweise sind die echt schwieriger rauszukriegen. Ja, meine Erfahrung sagt immer, kommere Diesel verbrennen heißer und deswegen packen die viel fester. Bei solchen Motoren haben keine heiße Verbrennung. Wie die heutigen kommen, weil es eine Pumpe Düse ist. Ja, und alle vier richtig schön rausgegangen. Und die Schächte werden wir uns gleich noch mit dem Pfeifenreiniger
sauber machen. Aber zunächst schauen wir uns erstmal die vier Glühkerzen an. So, jetzt haben wir hier die alten Glühkerzen. Also wie man sieht, die sind schon gut gebraucht. Die sind vorne mit Ruß voll, ist klar. Ja, hier sieht man auch die Schächte, die sind eigentlich noch schön sauber gewesen. Manchmal verkoken die da. Das hat der aber jetzt hier überhaupt nicht. Schaut echt noch gut aus. Jetzt mal zum Vergleich, wie der neue ausschaut nebendran. Also so schaut eine neue Glühkerze aus. Und da sieht man halt auch den Unterschied. Also sprich, das sind die gleichen. Die passen von der Länge, da muss man mal drauf achten. Und die werden wir auf jeden Fall da einbauen. Hier bereiten wir uns jetzt schon mal unsere Bürsten vor. Wir müssen natürlich schauen, wir brauchen eine dünne Bürste für den Schacht vorne und eine dickere Bürste für den oberen Teil. Und damit werden wir uns jetzt ausreinigen. Jetzt haben wir hier unseren Eisrostlöser. Dazu gehen wir ein bisschen da unten rein. Und dann machen wir uns hier den Schacht ein bisschen sauber. Da passiert auch nichts, also das ist so minimal Dreck. Das wird sofort verbrannt. Es sollte natürlich aber kein größerer Dreck reinkommen. Also wenn ihr das offen habt, immer aufpassen, dass ihr nichts mit der Druckluft arbeitet oder so, dass da Dreck reinkommt. Das wäre dann schon ein bisschen kritischer. So, das war jetzt mal die kleine Bürste. Jetzt gehen wir noch hier mit der großen drauf, für den großen Ring sozusagen, damit das schön sauber ist. Um das Gewinde sauber zu machen, ist es halt ratsam, die Bürste zu drehen. Genau, die drehende Bewegung kriegt ihr mehr Müll raus, als wenn ihr nur rein und raus drückt. Weil ihr kommt ja nicht komplett runter mit dem dickeren, weil ja unten der dünne Kanal kommt. Deshalb dreht man da die Bürste. So, nachdem wir das soweit gereinigt haben, haben wir jetzt hier unser Kompressionsgerät. Und dazu werden wir uns jetzt hier den Adapter nehmen. Also kann man natürlich vorher checken, wie groß der Adapter sein muss. Das Gewinde, also man sieht schon, zu grob. Der sieht gut aus. Sollte der sein, ne? Ja. Ja. Und wenn der eingeschraubt wurde im Motor, kann man den da draufstecken, beziehungsweise das Teil wird drauf gesteckt, das ist so ein Schnellverschluss wie beim Druckluftgerät. Und jetzt schrauben wir uns das erstmal ein. So, wir drehen uns jetzt hier das eine Adapterstück ein. Wichtig ist zu wissen, dass man natürlich alle Glühkerzen entfernen muss, damit zum einen natürlich keine Verbrennung stattfinden kann bei der Kompressionsprüfung. Weiter wird dann hier vorne der Stecker gelöst, damit die Einspritzung weggenommen wird. Ist jetzt bei dem Motor, da macht man das so. Und dann wird der Georg ins Auto steigen, das Fahrzeug sozusagen in Anführungsstrichen starten, damit der Motor dreht und dann können wir den Druck abmessen. So, dann nehmen wir uns jetzt den Stecker ab, nachdem wir oben den Adapter eingedreht haben. Wie gesagt, der ist ja nur aufgeschoben und draufgedreht, der ist schnell deinstalliert. Jetzt haben wir hier unser Prüfgerät. Das wird einfach, wie gesagt, wie ein Luftdruckschlauch angeklipst. So, jetzt können wir hier mal anschauen, während der Georg das Auto startet, schauen wir uns mal hier den Druck an. Also wie wir gesehen haben, in dem Vorfeld 25 bis 30 Bar. Wir haben jetzt aktuell 29 Bar. Das ist auf dem ersten Zylinder schon mal sehr, sehr gut. Umso mehr, umso besser natürlich. Ja. Das ist ja fast kein Verschleiß, gell? Ja, das ist echt gut. Bei so vielen Kilometern. Ja. Natürlich baut er jetzt ein bisschen ab, das ist ganz klar. Wir haben jetzt hier so ein Auslassventil noch. Aber wie man gesehen hat, der geht hoch auf 30, also 29 bis 30, das ist sehr gut. Und so testen wir jetzt die anderen drei auch noch durch. Auch 29, also sprich, der Motor ist absolut gesund. Bei der Laufleistung echt nicht schlecht. Hier haben wir jetzt einen kleinen Drehmomentschlüssel, den drehen wir uns auf 15 Newtonmeter, weil die Glühkerzen, die werden insgesamt mit 15 Newtonmeter unten in den Motor eingedreht. Mehr kriegen die nicht, da muss man auch richtig gut drauf aufpassen. Das ist wie bei den Zündkerzen, die haben hier auch so ein Feingewinde und wenn man das zu fest macht, dann dreht man das durch und dann fehlt halt dann auch die Dichtigkeit. Bevor wir die jetzt eindrehen, werden wir uns jetzt hier bearbeiten mit dem Glühkerzen und Injektorenfett. Das ist extra dafür gemacht. Da werden wir uns ein bisschen drauf schmieren. Das soll natürlich helfen, dass wenn man die mal wieder ausbauen muss, dass man die da auch dementsprechend leichter wieder rausbekommt. Da muss nicht viel drauf, also wie immer, viel hilft auch nicht viel. Also sprich, das reicht, wenn man einen dünnen Film drauf macht. Wichtig ist halt wirklich, dass ein bisschen eingeschmiert ist und dass man die später dann auch wieder rauskriegt, wenn es soweit wäre.
Also im Durchschnitt hält eine Glühkerze, je nachdem natürlich, wie man damit fährt und nach Gebrauch. Also es gibt keinen festen Intervall, aber man sagt so, circa bei 150.000 Kilometer sind sie schon gut fertig. Und kann natürlich auch vorher passieren oder ein bisschen später, je nachdem, wie gesagt, wie das Fahrzeug benutzt wird. Aber man merkt sofort, wenn eine Glühkerze kaputt ist, dann fehlt auch die Leistung. So, die vier Glühkerzen, die stellten wir uns jetzt erstmal da alle rein. Und dann werden die, wie gesagt, mit 15 Newtonmeter in den Brennraum eingedreht. Um die einzudrehen, nehmen wir uns hier natürlich wieder unsere 10er Langnuss her. Die haben wir 10er Kopf. Bevor wir die jetzt mit dem Drehmoment festziehen, machen wir das erstmal mit der Hand, bis wir merken, dass die anliegen. Einfach um zu merken, ob das auch schön reingeht. Wenn das Gewinde hakt, die nochmal rausnehmen, nochmal neu anziehen, um zu gucken. Also das muss ganz leicht reingehen, ohne großen Kraftaufwand, weil sonst kann das sein, dass das Gewinde kaputt geht. Hier sieht man es jetzt nochmal, also ist auf 15 Newtonmeter eingestellt und jetzt ziehen wir uns hier nach und nach die Glühkerzen fest. Gut. Und somit sind die neuen Glühkerzen unten auch schon verbaut. Jetzt können wir hier unsere Leiste wieder aufstecken. Wie gesagt, die wird demnächst noch getauscht. Da machen wir jetzt nicht extra ein Video, weil die ist halt hier ein bisschen eingerissen vorne am Gummi. Aber die wird auf jeden Fall ersetzt. Den Behälter setzen wir uns auch wieder an seine Position. Der wird einfach wieder eingedrückt. Dann haben wir natürlich unseren Stecker, den darf man nicht vergessen, damit wir nachher auch wieder eine Einspritzung haben. Und jetzt können wir kurz den Motor starten, um zu hören, dass auch alles noch läuft. Und dann ist der Einbau für heute abgeschlossen. Ja, läuft sehr gut, wie man gehört hat. Ist sofort angesprungen, passt. So, das war das Glühkerzenvideo. Wie man gesehen hat, die Glühkerzen bei dem Auto sind sehr schön rausgegangen. Ist nicht immer so, oft oder gibt es auch öfters mal den Fall, dass die oben abreißen. Ja, dann hat man natürlich das Blöde, dass man den ganzen Motor zerlegen muss. In dem Fall hat das schön funktioniert. Wir haben die Kompression gemessen, wie man gesehen hat, die war wunderbar. Und die neuen Glühkerzen haben auch schön reingepasst, ohne großen Aufwand. Der Motor läuft perfekt. Ich verlinke euch die Teile unten in der Videobeschreibung und wir bedanken uns fürs heutige Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Servus. Danke, servus.